Herr Brack, Sie behaupten von sich, Literaturkenner zu sein. Das will ich meinen. Ich würde sogar sagen, ich bin der Literaturkenner der letzten beiden Jahrtausende. Also noch vor Marcel Reich-Ranicki. Nur weil ein Brunnenfrosch mal an einer Muschel gelauscht hat, kennt er noch nicht die Ozeane, egal wie laut er quakt. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu der Literatur an sich. Was halten Sie denn von Heinrich Böll? Er ist sicherlich herausragend aus einer Schar von Analphabeten. Ah, und was ist denn mit Heinrich Mann? Wenn Sie ein Schlafmittel brauchen, gibt es nichts Besseres. Shakespeare? Ein großes Missverständnis. Der Mann dürfte heutzutage nicht mal für Fix und Foxy texten. Mark Twain? Er hatte seine Momente, war aber auch ein Kasperkopf, wie er im Buche steht. Und was ist dann mit Goethe? Brauchbar, ja. Faust war voll in Ordnung. Den zweiten Teil braucht kein Mensch. So, und dann gibt es ja auch noch herausragende Schriftstellerinnen, zum Beispiel Virginia Woolf, Christa Wolf oder die Brontë-Schwestern. Nur weil meine Niete am Herd ist, muss man ja nicht gleich zu den Schreibmaschinen eilen. Ah ja, Sie lehnen also Frauen als Schriftstellerinnen ab? Mitnichten. Ich sage nur Astrid Lindgren, Carlsson von Dach. Das ist für mich Weltliteratur. So, jetzt haben wir hier noch aktuelle Neuerscheinungen. Die Kunst, Elchurin frisch zu halten, sagt Ihnen das was? Nein, aber Neuerscheinungen, da ahnt mir schon Schlimmes. Ah. Tim und Bullwinkel hatten noch niemals Sex. Sie treffen auf zwei Stewardessen mit einer Vorliebe für exotische Drogen und für Männer, die solche besorgen. Schmutz und Schund. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Das sind die jungen Autoren von heute. Ja? Denen tropft noch der Dotter aus den Ohren, aber schon denken Sie, die Welt braucht Ihre Bücher. Alles Pflegefälle. Also Sie beurteilen ein Buch nach dem Klappentext. Gemach. Ich werde jetzt einfach reinlesen, aber ich sage Ihnen Schmutz und Schund. Das ist doch nicht lustig. Das ist Schmutz und Schund. Ja? Das ist zynisch. Zynisch hoch 10. Sie haben höchstens einen Absatz gelesen. Und das reicht, meine Damen und Herren, die Kunst, Elchurin frisch zu halten, von Rochus Hahn aus dem Goldmann Verlag. Machen Sie einen großen Bogen drum. Danke, das Interview ist beendet. Und jetzt packen Sie sich, bevor ich die Hunde auf Sie hetze. Ich